Hallo meine Lieben, ich begrüße euch herzlich zu der Kartenlegung für Juni 2024. Und diese Legung ist für alle, die unter den Sternzeichen wiedergeboren sind. Meine Lieben, ich freue mich, dass wir heute hier gemeinsam diese Legung verfolgen können. Ich freue mich, mit euch hier zusammen sein zu dürfen. Und natürlich, ich hoffe, dass diese Legung wird euch was Gutes und was Positives heute zeigen. Die Karten sind gemischt und wir fangen mit der ersten Karte und das ist eure Thema. Im Juni. Zwei der Stäbe, das was behilflich sein wird oder im Weg steht. Sieben der Kelche. Euer Bewusstsein, Ritter der Schwerter. Eure Unterbewusstsein, Fünf der Kelche. Eure Vergangenheit, König der Schwerter. Die nahe Zukunft, Acht der Kelche. Eure Energie, Königin der Münzen. Äußere Energie, Ritter der Stäbe. Die Hoffnungen oder Ängste. Ass der Stäbe und die letzte Karte für die Zukunft, für die nächsten paar Wochen. Hier haben wir vier der Münzen. So, die zwei der Stäbe. Wir haben Stäbe hier sehr präsent. Das ist natürlich eure Accessoire, kann man sagen. Accessoire von dem Element Feuer. Ihr seid Element Feuer. Da sind die Stäbe, hier haben wir Stäbe, hier in äußeren Einflüsse haben wir auch Stäbe. Ja, also Feuer ist schon da und die zweite Stäbe zeigt, dass man steht und bewegt, man bewegt sich nicht vorwärts. Aus welchen Gründen wie immer. Man hat verschiedene Blockaden manchmal im Leben. Die Situationen entwickeln sich nicht so, wie man sich das wünscht. Und hier diese zweite Stäbe kann ich mir vorstellen, als eine Blockade hier zu sehen, ist da, weil man hat sich enttäuscht. Die siebente Kelche haben wir und das ist so eine typische Enttäuschung. Karte. Man hat gehofft, man hat in einem Mensch oder in einer Situation etwas gesehen, was gar nicht da war. Und dann natürlich, wenn man sich ein Bild ausmalt, dann irgendwann stellt sich fest, dass dieses Bild entspricht nicht die Wahrheit oder die Wirklichkeit, dann ist man natürlich enttäuscht. Also wenn man zu viele Erwartungen hat, dann natürlich Enttäuschungen sind vorprogrammiert. Und hier sehen wir deswegen, wahrscheinlich deswegen, seid ihr hier ein bisschen stehen geblieben. Und jetzt muss man gucken, wie man aus dieser Blockade rauskommt. Und wir sehen in eurem Bewusstsein Ritter der Schwerter. Also schnelle Energie, sehr kämpferische Energie, man wird sich überlegen, man wird versuchen, irgendwelche Strategie hier zu finden, dass man ein Problem hier aus dem Weg schafft, der euch hier auch diese Blockaden verursacht, auch die Blockaden weiter bestehen lässt, ja, weil man hofft ja, dass man endlich etwas bewegen kann, aber wir sehen, dass diese Bewegung ist nicht da. Deswegen der Ritter der Schwerter zeigt, ich möchte vorwärts kommen, ich werde mich anstrengen, ich werde über die Leichen gehen, das ist auch so eine Karte, ja, über die Leichen gehen. Keine Gefühle zeigen, immer Hauptsache immer vorwärts, weil diese Situation ist mir ein bisschen unkomfortabel. In eure
Energie haben wir die Königin der Münzen. Da kann ich mir auch vorstellen, ihr wird etwas mit Materie zu tun haben. Man möchte endlich ein bisschen mehr aus eigenem Leben rauskratzen. Man hofft auf mehr Zufluss, vielleicht Geldzufluss, dass die materielle Situation sich hier verbessert. Und man wird natürlich ja auch sehr viel in diese Richtung machen, dass diese Reichhaltigkeit zum euch fließen wird. Jetzt gucken wir, was hier noch zu sagen ist. Fünfte Schwerter. Dann haben wir die zweite Kelche und die Kraft. Man hat in Vergangenheit eine Niederlage erlitten. Die fünfte Schwerter zeigt, dass das eine typische Niederlagekarte. Man macht sich heute Vorwürfe. Was habe ich denn falsch gemacht? Was könnte ich besser machen? Man bereut vielleicht auch, dass man die Chancen nicht genutzt hat, was man bekommen hat, und man dadurch hat sich ja die Chancen gestrichen, und man könnte mehr erreichen, und man hat das natürlich verpasst. Die zweite Kelche zeigt natürlich eine Symbiose mit einem anderen Mensch. Ich könnte mir vorstellen, diese Enttäuschung, diese Niederlage, das hat mit Herz was zu tun gehabt. Mit einem anderen Mensch. Man ist enttäuscht und man macht sich selbst Vorwürfe, dass ich ja in meinem Leben etwas falsch gemacht habe oder einfach, wie gesagt, die Chance nicht genutzt habe. Ja, das ist oft so im Leben, dass wir erst schlau werden danach, wenn etwas schon vorbei ist, und man kann das nicht wiederholen. Die Chance kommt zum Beispiel nicht mehr. Obwohl manchmal ist es so, dass wir tatsächlich mehrere Chancen bekommen und wir werden jedes Mal die Chancen irgendwie verpassen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass aus dieser Enttäuschung, aus dieser Niederlage, aus dieser verpassten Chancen, man hat trotzdem sehr viel Kraft gewonnen. Man ist heute schlauer auf jeden Fall, ja. Kraft, um wieder neu zu starten. Momentan sieht jetzt noch so aus, dass man steht auf Stelle, man bewegt sich nicht vorwärts, aber die Kraft ist da, dieses Gleichgewicht ist da. Man hat wieder diese neue Kraft bekommen, und ich denke, ihr werdet in diesem Monat das spüren, diese neue Kraft, diese neue Energie, um neu sich engagieren und neu zu starten. In Liebesangelegenheiten, aber auch allgemein ist man offen für was Neues. Das ist sehr, sehr wichtig und sehr positiv für euch gesehen. Wir sehen auch in Vergangenheit den König der Schwerter. Ihr habt schon in Vergangenheit versucht, sich anzustrengen. Man hat Pläne gehabt, irgendwelche Träume gehabt, aber diese Anstrengung ist euch nicht gelungen. Im Endeffekt ist man doch stehen geblieben. Nicht gelungen, wie gesagt, weil man hat wahrscheinlich die Chance nicht genutzt, obwohl man sich angestrengt hat. Man hat hier tatsächlich gerechnet, dass euer Verstand euch gute Richtung gibt und euch gut führen wird. Dass euer Verstand wird euch dienen, um die Ziele zu erreichen, aber tatsächlich ist es doch nicht dazu gekommen. Jetzt stehen die neuen Chancen wahrscheinlich für euch. Man hat wieder neue Energie bekommen, man hat wieder neue Kraft bekommen,
um wieder vorwärts zu kommen, was Neues anzufangen. Diese Neue sehen wir auch hier in eure Hoffnungen, Aste, Stäbe. Das ist eine heiße Karte, die heißeste Karte im Tarot. Das ist auch eure Energie, die Stäbe. Und ihr habt diese Hoffnung, endlich wieder diese Blockaden zu lösen, um vorwärts zu kommen, sich neu zu vielleicht zu finden, sich neu zu erschaffen, sich selbst als Mensch was Neues aus eurem Leben zu machen, sich wieder neue Chancen zu geben, neue Chancen suchen, selbst diese Chancen erschaffen, um einfach dem Leben neue Richtung zu geben. Das sehen wir auch die achte Kelche. Man möchte endlich raus, man möchte endlich nach vorne und die Vergangenheit in Vergangenheit auch lassen. Diese fünfte Kelche zeigt hier auch euer Unterbewusstsein. Wir sehen hier eine Dame, die sehr traurig ist, weil die Kelche hier zerbrochen sind. Ihr ist etwas nicht gelungen, was wir natürlich auch hier sehen in dieser siebente Kelche und dieser fünfte Schwerter. Und in eure Unterbewusstsein hat sich natürlich sehr viel eingeprägt, Negatives, negative Gefühle, die ganze schlechte Erfahrungen, die man gemacht hat, diese verletzte Gefühle, diese Traurigkeit, das hat sich angesammelt in eure Unterbewusstsein und natürlich strahlt, das Ganze strahlt ein bisschen nach draußen. Aber ich sehe hier, dass euer Unterbewusstsein sieht auch Perspektiven für euch, die Möglichkeiten, neue Chancen. Ich sehe, dass man möchte auf jeden Fall aus dieser Negativen rauskommen. Die Mäßigkeit ist da, also die neue Chancen im Leben. Wir haben vierte Schwerter und wir haben auch König der Kelche. Die vierte Schwerter zeigt eine Phase, wo man dann Abstand gebraucht hat, um sich neu zu sammeln, sich vielleicht neu zu finden, ein bisschen Zeit für sich zu gewinnen, um sich auch zu regenerieren. Wir sehen hier auch die Kraft hier, ja, wie gesagt, man hat wieder neue Kraft bekommen und euer Unterbewusstsein zeigt das auch, diese Ruhephase, die man gebraucht hat, um das Alte zu verarbeiten, dafür, dass man jetzt hier gut dasteht und man was Neues anfangen kann. Und hier sind wir König der Kelche. Man möchte sich tatsächlich öffnen für eine neue Liebe. Man möchte sich neue Perspektive im Leben geben, auch allgemein gesehen, nicht nur liebestechnisch, aber auch allgemein, vielleicht auch beruflich, finanzielle Seite sich auch hier verbessern. Auf jeden Fall, hier sehen wir diese Offenheit. Man möchte jemandem auch begegnen, der euch gut tun und auf eure Leben positive Einfluss hat. Hier sehen wir äußere Einflüsse, da ist draußen jemand, der sehr schnell auch unterwegs ist, jemand, der wahrscheinlich er oder sie sich auch sehr schnell zeigen wird, sehr viel Feuer hier dieser Mensch mit sich bringt und sehr viel Interesse, kann man sagen, auch sehr viel Leidenschaft. Und dann haben wir den Gehängten, dann haben wir acht der Münzen und die Königin der Kelche. Jemand, der diese Feuer und diese Interesse zeigen wird,
Aber aus irgendwelchem Grund, wenn das alles auch gedämpft, ja, ich denke, da haben wir den Gehängten. Ich denke, diese Person, das ist auch ein Einzelgänger, ein Mensch, der wird dafür arbeiten, was tun, euch zum Erobern, kann man so sagen, euch für sich zu gewinnen. Jemand, der wird sich sehr anstrengen, acht der Münzen. Sehr viel Arbeit, kann man so sagen, in eure Beziehung, Partnerschaft, Kontakt zu stecken, dass das Ganze vorwärts kommt. Weil hier sind wir die Blockade. Also der Mensch hat noch keine Möglichkeit, sich zu zeigen. Das ist noch alles ziemlich gebremst aus irgendwelchem Grund. Aber wir sehen, dass dieser Mensch wird tatsächlich langsam aus sich rauskommen. Diese Feuer und sehr viel Interesse ist da. Wir haben auch die Königin der Kelche. Dieser Mensch möchte auch mit euch in einen so harmonischen, gefühlsvollen Verbindung kommen. Und hat sehr positive Gefühle für euch. Aber erst muss hier etwas passieren. Erst muss hier, man muss sich vorbereiten, kann man so sagen, für diesen Moment, wo man sich vor euch präsentieren kann. Ja? Weil irgendwie da ist etwas, wie gesagt, was diese Person momentan etwas bremst und man muss an diese Blockade zu lösen, zu arbeiten. Ja? Und für diese Person ist es wichtig, diese Blockade zu lösen und deswegen haben wir diese achte Münzen, das ist so selbstständige Arbeit. Und um diese Gleichgewicht hier zu bringen, in diese Gefühle Gleichgewicht zu bringen und sich wahrscheinlich von euch zu öffnen. Aber euer Unterbewusstsein zeigt auch solche Mensch. Ja? Man wünscht sich so einen Mensch. Man trägt im Herz so eine Person. Man wünscht sich so einen Heiler. Ein sehr positiver gesinnten Mensch. Und ich denke, das, was man hier ausstrahlt, das zieht man auch. Und das ist diese Person. Ja? Und hier sehen wir diese achte Kelche, das Vergangenheit zu verlassen, endlich andere Richtung zu nehmen, positive Richtung. Die acht Kelche, die leer sind, endlich hinter sich lassen, nicht trauen, weil hier haben wir diese Traurigkeit. Hier haben wir auch diese Katastrophen, sagen wir, so leicht ausgedrückt. Auch sehen wir ja diese Niederlagen, diese Lebensniederlagen, die man hier erlitten hat. Und das möchte man endlich hinter sich lassen. Vierte Münzen zeigt, dass man kleine Schritte machen wird. Man möchte sich nicht voll engagieren, obwohl ja erste Stäbe zeigt, eure Energie hier ist Feuer. Trotzdem, man möchte diese Feuer in Grenzen zu halten. Man möchte sich nicht sehr viel engagieren. Nicht diese sogenannte Feuer und Flamme sein, aber kleine Schritte machen und Kontrolle behalten über das, was hier geschehen wird. Wir sehen fünf der Stäbe, zwei der Münzen und vier der Stäbe. Und wir sehen einen Wechsel. Von irgendwelchen Konflikten, die euch begleitet haben in eurem Leben, Konflikten
auch diese Niederlagen, die Karte kann auch über diese, ja, innerliche Konflikte sprechen, auf innerliche Konflikte deuten, irgendwelche Niederlagen, ja, die hier zu sehen sind, wie sagt man, jetzt fällt mir das Wort, Träume, die nicht erfüllt wurden, ja, nicht erfüllte Träume, so wollte ich das sagen. Und dadurch entstehende Konflikte, die sich in euch aufgebaut haben, wir sehen hier Wechsel, ja, Richtung wechseln. Die Richtung wechseln haben wir hier. Ich habe dann gesagt, man möchte endlich in andere Richtung gehen. Und wir sehen diese Wechsel in eure Leben. Wir sehen, dass man in eine gute Phase kommt. Vier der Stäbe, das ist eine sehr positive Karte. Eine Karte, die zeigt, dass man feiern wird, dass man eine Gelegenheit wird zum Feiern, weil da wird was zu feiern. Man geht in eine höhere, bessere Lebensphase. Die Vier der Stäbe zeigt auch oft zum Beispiel heiraten, eine neue Beziehung, weil diese Karte spricht oft über zwischenmenschliche Beziehungen und dass man eine Phase beendet, fröhlich beendet und in eine höhere Phase im Leben kommt, die gut wird, ja. Und ich sehe diese Wechsel hier von diesen Konflikten, die man gehabt hat, erlebt hat, die zweite Münzen, diese Wechsel. Und hier sehen wir, man kommt von dieser Negative in Positive. Also sehr gut für euch, für diesen Monat. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese Niederlagen, dass diese nicht erfüllte Wünsche, Träume, Hoffnungen, das wird alles langsam vorbeigehen. Man wird freie Bahn endlich bekommen, weil die zweite Stäbe, wie gesagt, das ist eine Karte von Blockaden. Man steht, man bewegt sich nicht, man möchte nach vorne, man hat aber Angst. Die Situation ist noch nicht so reif. Aber jetzt wird die Situation sich nach vorwärts entwickeln. Man wird diese Blockaden, diese Lösung, diese Lösung von Blockaden spüren, dass das vorbeigeht. Und dass dieser Wechsel hier kommt. Ich kann mir vorstellen, dass ja, vielleicht wird auch in diesem Monat irgendwelche Beziehung oder Kontakt mit einer Person endlich vorwärts bringen können. Ja, weil wie gesagt, hier ist jemand, die ist diese Feuer und Flamme für euch oder zu euch, ja, zu euch. Also jemand, der an euch interessiert ist. Aber dieser Mensch ist gebremst, weil hier irgendwie, ja, diese Umstände sind nicht passend, dass man hier miteinander was ja, anfangen könnte. Aber wie gesagt, es wird langsam sich auch lösen. Diese Person wird auch sich entwickeln. Und im Endeffekt wird auch so ein, ja, mehr vielleicht Entspannung spüren, mehr gute Energie, so eine Ausgeglichenheit auch spüren. Und diese Person wird dann auch die Möglichkeit haben, sich vor euch zu öffnen und dieses Engagement und dieses Interesse auch zeigen zu können. Also, meine Lieben, ich denke, das wird ein spannender Monat für euch. Ich wünsche euch das auf jeden Fall von ganzem Herzen, dass diese alten Blockaden sich endlich lösen, dass man
auch mehr spüren wir, das Leben meint gut mit euch. Das Leben möchte gut für euch. Und das Gute wird auch zu euch kommen, dass man dann ja merken wird, ja, das hat sich gelohnt zu warten und das hat sich gelohnt zu glauben, dass das Gute kommt auch zu mir. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Passt auf euch gut auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.